Ja, das ist mein erstes großes Projekt. Magic 2015, was ich zocken werde. Das ist jetzt voll blind. Und ich werde mal gleich mal schauen, was so los ist. Einstellen werde ich auch gleich mal machen wegen dem Sound, weil ich noch kein USB-Headset habe, wo ich den Sound, was ich rede, getrennt aufnehmen kann, damit es besser ist in der Qualität. Auf, jetzt erstmal viel Spaß. Vielen Dank für die. Was? Vielen Dank für deine Vorstellung von Magic 2015. Du aus dem Planspeicher. Als Dankeschön erhältst du ein Premium-Booster-Pack. Ich schalte deine Belohnung frei, indem du Amarcin auf Innistrad besiegst. Okay. Eine Jagd ist vorbei. Eine weitere beginnt. Du hast es gefunden. Diese Booster-Packung kann dir den. Spielen, Kreatur beschworen, Kämpfer. Okay.
Bei Magic setzt du deine Kreaturen ein, um deinen Gegner anzugreifen oder einen Angriff zu blocken. Weiter. Willkommen bei Magic. Du und deine Gegner schlüpft in die Rolle von Planeswalkern. Mächtige Magier, die zwischen den Welten des Multiversums umherreisen. Alter. Um zu gewinnen, musst du deinen Gegner besiegen, indem du seinen Lebenspunktestand von 20 auf 0 bringst. Dafür stehen dir eine Reihe von Werkzeugen zur Verfügung, die im Spiel durch dein Kartendeck dargestellt werden. Jeder Spieler hat sein eigenes Deck. Wir nennen es hier deine Bibliothek. Zu Beginn einer Partie zieht jeder Spieler 7 Karten. Falls dir deine Starthand nicht gefällt, hast du die Möglichkeit, neue Karten zu ziehen. Das nennt man Mulligan. Um dir deine Karten näher anzuschauen, vergrößere sie. Wie du siehst, enthalten Magic-Karten viele Symbole und Worte. Wir erklären dir im Lauf der Partie, was sie bedeuten. Bevor du bei Magic durchstarten kannst, musst du mehrere Aufgaben erfüllen. Jede Aufgabe steht im Zeichen einer der 5 Farben von Magic. In der ersten Aufgabe spielst du ein grünes Deck. Die Spezialität von Grün sind große, starke Kreaturen. Dein Gegner ist der Karmesin-Magier. Um Zaubersprüche zu wirken oder Kreaturen zu beschwören, brauchst du ein paar Ressourcen. Bei Magic wird die Hauptressource Mana von Ländern erzeugt. In jedem Zug darfst du ein Land aus deiner Hand spielen. Sobald du genügend Länder im Spiel hast, hast du ausreichend Mana, um Zaubersprüche zu wirken und Kreaturen zu beschwören. Spiele jetzt ein Land. Weiter, okay. Ein Land spielen. Da du noch nicht genug Mana hast, um Zaubersprüche zu wirken, geben wir den Zug an den Karmesin-Magier ab. Der Karmesin-Magier spielt ebenfalls Länder, um die nötigen Ressourcen für seine Zaubersprüche aufzubauen. Jetzt wird er einen Zauberspruch wirken. Der Karmesin-Magier hat eine Kreatur beschworen. Der Angriff mit Kreaturen, wie dem ausgeflippten Goblin, ist die gebräuchlichste Art, wie Spieler ihre Gegner besiegen. Jede Kreaturenkarte zeigt in der unteren Ecke ihre Stärke und Widerstandskraft. Die Stärke gibt an, wie viel Schaden eine Kreatur im Kampf zufügt. Die Widerstandskraft, wie viel Schaden nötig ist, um die Kreatur zu zerstören. Jeder Zauberspruch hat Mana-Kosten. Um den ausgeflippten Goblin zu beschwören, muss der Karmesin-Magier ein rotes Mana bezahlen. Das wird durch dieses Symbol angezeigt. Er musste sein Land einsetzen oder tappen, um für das Wirken des Zauberspruchs zu bezahlen. Getappte Karten werden seitwärts gedreht. Mana-Kosten können komplexer sein als die des ausgeflippten Goblins. Das Beschwören dieser Kreatur kostet 4 Mana und 2 davon müssen grün sein. Wenn ein Spieler die Kontrolle über eine Kreatur erhält, kann sie nicht angreifen oder etwas tun, was Tappen erfordert. Das wird Einsatzverzögerung genannt. Diese Kreaturen sehen etwas benommen aus, aber im nächsten Zug des Karmesin-Magiers wird der ausgeflippte Goblin bestimmt angreifen. Sehen. Was haben wir? Jetzt sind wir am Zug. Lasst uns den kalonischen Keiler beschwören. Um diesen Zauberspruch zu wirken, spiele ein zweites Land und wähle dann die Kreatur, die 2 grüne Mana kostet. Okay. Zweimal Kreaturbestie. Dabei dachten wir die ganze Zeit, wir wären die Verfolger. Also, Juruk, kalonischer Spurensucher, 3-3. Die Stärke und Widerstandskraft der Kreatur ist 3-3. Damit ist sie dem ausgeflippten Goblin haushoch überlegen. Lasst uns den Zug abgeben. Die Stärke
Stärke und Widerstandskraft der Kreatur ist 3-3. Damit ist sie dem ausgerüsteten Haushoch überlegen. Der kalonische Keiler hat Einsatzverzögerung, darum kann er in diesem Zug nicht angreifen. Lass uns den Zug abgeben. Ja, das ist der Zug. Was zu sagen? Jetzt spielt der Kamezin-Magier ein Land und greift dann mit dem ausgeflippten Goblin an. Der ausgeflippte Goblin muss angreifen, weil seine Regeln das besagen. Wenn eine Kreatur angreift, wird sie getappt und rückt vor. Nun hast du die Möglichkeit, darauf zu reagieren und mit deinen Kreaturen zu blocken. Glücklicherweise hast du eine Kreatur im Spiel, die sehr gut blocken kann. Okay. Falls die angreifenden Kreaturen des Kamezin-Magiers nicht geblockt werden, nimmst du Schaden. Dein kalonischer Keiler kann dich beschützen. Kreaturen mit Einsatzverzögerung können blocken. Blocke den ausgeflippten Goblin. Weiter. Während des Kampfschadensegments fügt jede Kreatur Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Hier fügen sich diese Kreaturen gleichzeitig Schaden zu. Der ausgeflippte Goblin stirbt und der kalonische Keiler überlebt. Am Ende jedes Zuges heilen alle Kreaturen. Schaden, der ihnen zugefügt wurde, wird entfernt. So musst du nach dem Ende eines Zuges nicht mehr auf den Schaden achten. Spiel noch ein Land. Jetzt ist unsere Chance, den Kamezin-Magier anzugreifen. Der kalonische Keiler hat keine Einsatzverzögerung mehr. Er kann angreifen. Klicke auf das kalonische Keiler und dann auf Angriff, um mit ihm anzugreifen. Weil er keine Kreaturen zum Blocken hat, wird der Kamezin-Magier 3 Schadenspunkte nehmen. Du hast gerade keine Zaubersprüche, die du wirken kannst, also gib ruhig den Zug ab. Sind eher zu spüren als zu hören. Doch ihre Angriffsgebrüll hört man noch in mehreren Kilometern Entfernung. 4-4. Okay. Zeit anzugreifen. Schick deinen kalonischen Keiler in den Kampf. Denk dran, dass du noch nicht mit deinem grollenden Ballot angreifen kannst, weil er Einsatzverzögerung hat. Ja. Angriff. Es ist wichtig zu wissen, dass du bei Magic nur entscheiden kannst, dass deine Kreaturen einen Gegner angreifen. Du hast keinen Einfluss darauf, welche der gegnerischen Kreaturen blocken werden. Falls die Karte nichts anderes besagt, fügen geblockte Kreaturen allen Schaden den Kreaturen zu, von denen sie geblockt werden. Dem verteidigenden Spieler wird kein Schaden zugefügt. Mit kleinen Kreaturen zu blocken, um Schaden zu verhindern, ist manchmal eine gute Strategie.
Zyklop von Blutfelsen. Der Zyklop von Blutfelsen greift in jeden Zug an, falls möglich. Die Zyklopensprache besteht gerade mal aus 50 Wörtern und 10 davon bedeuten töten. Virati 3-3. Dieses Mal versuchen wir aber etwas anderes. Anstatt dein Land vor dem Kampf zu spielen und einen Zauberspruch zu wirken, warte bis nach dem Kampf. Okay. Weiter. Nun greife mit deinen beiden Kreaturen an. Zack. Zack. Attacke. Wie es scheint, hat sich der Karmesin-Magier entschieden, nicht mit seinem Zyklopen vom Blutfelsen zu blocken. Also nimmt er 7 Schadenspunkte. Stark. Während deiner Hauptphase nach dem Kampf solltest du dein Land spielen. Okay. Wenn du als nächstes diese Kreatur wirkst, setzt du den Kurs klar auf Sieg. Was haben wir denn hier? Zentauren der Feresherde. Kreaturen Zentaurkrieger. Poeten schreiben über ihre unvergleichliche Schnelligkeit, sagte die Auserwählte zu den versammelten Zentauren. Doch es ist offensichtlich, dass eure wahre Stärke in eurer Loyalität zueinander liegt. Die Terradin 3-7. Hey. Der Karmesin-Magier spielt ein Land und greift an. Sieht gut für uns aus. Alles, was du jetzt noch machen musst, ist mit allem anzugreifen. Na denn mal los. Attacke, Attacke, los geht's und Angriff. In Aufgabe Nummer 2 peppen wir den Kampf mit weiteren Arten von Zaubersprüchen auf. Codex Aufgabe Nummer 2 preppen wir den Kampf mit weiteren Arten von Zaubersprüchen auf. Ja, ich sag mal so, das war's jetzt vom ersten Teil. Die nächste Runde gibt's im nächsten Video. Dann sag ich mal, bis dann denn. Ciao!